Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Hier mit der geilen Pumpgun. Und genau, wir haben in der letzten Folge einiges gemacht. Wir haben tatsächlich die Spinne erledigt, diese Riesenspinne. Haben einen Ohrring gefunden, wo ein Stein dran hing, den wir in der Haupthalle eingesetzt haben. Und dann haben wir hier dieses Rätsel mit dem Briefbeschwerer gelöst und haben hier Elfrid freigelassen. Und er ist bereits tot, ja. Und wir haben aber dafür hier seinen Ring. Elfrids Ring. Genau, und wir sind immer noch auf der Suche nach einem Serum für Claire. Ich weiß ja nicht, also wir sind jetzt hier gut dabei mit dem, mit den Steinen, die zu sammeln. Weil wir diesen Ring hier prüfen. Elfrids Ring, das Juwel kann vermutlich herausgenommen werden. Ja, dann nehmen das Juwel raus. Und dann haben wir ein Metallteil, wurde abgetrennt. Alfreds Juwel. So. Das müssen wir dann nämlich in die Haupthalle einsetzen, beziehungsweise im Herrenhaus 2.0. Und, ja. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Wir müssen jetzt wieder hier durch diese Ameisenkacke hier. Das ist richtig ekelhaft. Aber wir sind ganz gut durchgekommen. Und ich frage mich jetzt ja immer noch, wie wir nach B2 kommen. Weil wir, in B2 ist ein Serum. In B2 ist ein Serum. Und, für Claire. Ne? Ist jetzt die Frage, wie wir das, wo wir das herkriegen. Was war denn hier noch? Achso, da war der Tiger. Da ist der Tiger, guckt mal. Die Tür ist immer noch zu. Da ist der Tiger, der blinkt gelb. Warum blinkt denn der gelb? Genau. Und guckt mal, da ist noch ein ganz, ganz, ganz fetter Bereich hier. Wo wir irgendwie hinkommen. Mit einer Karte oder sowas, das wir schon haben. Und dann der... Wie kommt man da hin? B1 und dann ist da hinten... Ne, da sind wir hergekommen. Ne, ne. Wie kommt man da hin? Muss ich jetzt echt mal gerade gucken. Also... Wir können auf jeden Fall erstmal dieses Ding hier einsetzen. So. Und dann haben wir ja diesen Kran betätigt, dass man vielleicht den Kran wieder betätigen muss oder so. Das ist jetzt gerade interessant, tatsächlich. Das ist der Speicherraum, ne? Ja. Müssen wir vielleicht den Strom abschalten? Ah, wartet mal. Rotes und blaues Juwel vom Tiger. Das müsste ich jetzt mal probieren. Schalt mal bitte den Strom ab. Oder, ach nee, geht gar nicht, weil dann kommen wir nicht... okay, nee, vergesst es. Ich frage mich jetzt gerade wirklich, wie war das hier? Wo wir hier weitermachen können? Oh, wir brauchen gar nichts, ne? Nee, wir brauchen gar nichts. Okay. Vergesst es. Interessant mittlerweile. Also, ich weiß ja nicht. Setzen wir erstmal das Ding da ein. Dann überlegen wir mal weiter, was jetzt hier Sache ist. Sehr merkwürdig noch, dass da oben die Türe zu ist. Ja, jetzt ist hier ja wieder das Herrenhaus, genau, das Herrenhaus 2.0, sage ich einfach mal. So, da unten liegt noch Claire rum. Ja, ich hoffe, dass wir dir bald helfen können, weil ansonsten kriegen wir hier ein Problem. Dann tu mal bitte dieses Juwel hier rein, als Ring, ne? Das ist ein Ring, ja. Genau.
Oh Mann, ich will hier oben rein. Tür ist abgeschlossen. Mensch. Kommt man da vielleicht... Nee, die ist nicht elektronisch verriegelt. Wir brauchen hier noch die Biohazard-Karte. Okay. Ich frage mich gerade wirklich, wo wir jetzt weitermachen können. Da bei der Spinne, vermute ich mal. Dann fahren wir da erstmal wieder hin hoch, ne? Also da, wo wir die Spinne platt gemacht haben, muss es eigentlich weitergehen. Ich meine, irgendwie müssen wir ja da nach... dahin. Wo ich mich frage, warum die Tür überhaupt abgeschlossen ist, ne? Oder kommen wir jetzt da unten durch? Wartet mal. Kommen wir jetzt da hinten durch? Da ist der Zielpunkt, ne? Wo wir die Magnum geholt haben. Das probiere ich mal. Wartet mal. Kann ja sein, dass es natürlich ein Umweg ist, aber ich probiere das mal. Ich hoffe ja, dass diese Tür jetzt nicht mehr abgeschlossen ist, ne? Irgendwie müssen wir da hin. So, hier, wo die Magnum ist. Runter. Los. Beziehungsweise, wo die Magnum war. Die ist ja gar nicht mehr da. Ach du Kacke. Okay, Zombies. Aber das heißt, wir sind hier gar nicht mal so falsch. Alles klar. Kombi. 18 Schuss und weiter hier. Schieß ihn kaputt. Oh, was war das denn? Guter Schuss, Chris. Ja, du bist ja auch der Sieger des Schützenwettbewerbs, ne? Laut Teil 2. So. Komm. Das war ein guter Schuss eben. Ah, guck mal. Wir haben tatsächlich zwei auf einmal geschossen. Getroffen. Wir haben die Waffe ja modifiziert. Na? Ach, und guck mal, was jetzt hier auf einmal auftaucht. Serum. Ah, und jetzt macht das auch hier hinten einen Sinn. Was ist das denn? Was hängt denn da rum? Ach, ein Kabel. Das ist ein Kabel. Was ist hier passiert? Wartet mal. Ach, jetzt haben wir auch hier... Die Tür ist abgeschlossen. Wärmeempfindlicher Sprengstoff wurde angebracht. Okay, wir haben ein Serum auf jeden Fall gefunden. Das ist sehr gut. Und wir sind genau da, wo... Okay. Wir sind genau da, wo wir hin müssen. Gott sei Dank, wir haben es doch noch gefunden. Die Raketen, ja. Hier ist nichts mehr. Okay, sehr mysteriös auf jeden Fall. Sortiermaschine, ja, okay. Was ist hier mit dem Kabel rum? Hä, Chris? Wärmeempfindlicher Sprengstoff. Ja, okay. Nichts Nützliches. Okay, das heißt, wir haben aber das Serum für Claire. Können wir hier rein? Nö. Verschlossen. Okay. Nee, aber alles gut. Claire, wir kommen. Wir haben endlich das Serum gefunden. Endlich, endlich. In dieser Abstellkammer hier. Ja, hätte ich mir denken können. Dass das in der Abstellkammer ist. Dann jetzt aber so schnell wie möglich zu Claire. So schnell wie möglich. Hier hinten durch. Zum Glück rennen hier die Hunter nicht mehr rum. Aber es liegt, glaube ich, daran, weil wir die Spinne beim letzten Mal platt gemacht haben. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, Freunde. Oh, freue ich mich, dass wir endlich Fortschritt haben. Dass wir endlich Claire retten können. Mein Gott. Wir hatten die ja vor 2 Folgen gefunden. Und dann... Wartet mal. Wie sieht es denn überhaupt im Menü aus? Ja, das passt soweit, ne, denke ich. Ja. Den Speicherraum müssen wir erstmal nicht. Wir können Claire jetzt retten. Verdammt nochmal. Und schon geht die Musik aus. Oder dieser Sound, oder das da war. So, Cutscene hier. Claire. I'll take care of you now.
Was ein beschwerlicher Weg. Feeling better? Thanks to you. Just like a big brother, huh? You're always looking out for your little sister. It's Alexia! Alexia? There really is an Alexia? It is almost time, you genetically inferior siblings. After her! She might know where Steve is. Let's go! Was zur Hölle? Oh, sind sie wieder getrennt? Das wäre ja nicht so gut. Chris! No! Just go. I'll be fine. But Chris... You've got to save Steve. Go! Ah ja. Okay, und wir spielen wieder Claire. Habe ich doch fast gedacht. Okay, und Steve hat anscheinend Schwierigkeiten. Ach du Scheiße. Oh, um Himmels Willen, Claire, die geht's aber gar nicht gut. Aber schaut mal, wir können uns direkt hochheilen. Das ist natürlich cool, ja. werden wir direkt benutzen, die Kräuter. Meine Güte. Ja, Chris ist verletzt. Der hat eine Beinverletzung. Und jetzt müssen wir hier als Claire Steve retten. Ach ja, und wir haben... Okay. Okay. Alles klar, Chris hat die Handfeuerwaffe, ne? Aber wir haben auch eine Handfeuerwaffe. Wir haben die Granatenwerfer, wir haben eigentlich alle Waffen, ne? Mit Claire. Da liegt Shotgun-Buddy. Schrotpatron für Chris. Okay. Oh, das ist aber nett. Hinter dem Bücherschrank scheint etwas zu sein. Ja, dann schieb das doch mal weg. So, schieb das weg. Hä? Scheiße. Die Shotgun hat der Chris. Ich hoffe, wir kommen mit ihm nochmal hier hin. Okay. Dann sortieren wir uns mal wieder. Wir haben Heilung, ne? Wir haben einmal Doppelgrün. Das muss erstmal reichen. Gut, dann sortieren wir uns erstmal. Das kann raus. Ja, der Chris hat jetzt auch die Shotgun. Dann können wir diesen Stahlkoffer öffnen. Also, so können wir erstmal so weitergehen, ne? Okay. Ja, cool. Freunde, wir sind wieder Claire. Dann kombinieren wir das mal bitte damit. Wir haben die Brandmunition. Und was ist das? Benutze. Prüfe. Was haben wir hier drin, ne? Einfach das Schloss. Die richtig benutzen? Ja, mach. Was ist das? Ah, okay. Magnum Muni. Sehr schön. Kann ich auch sehr... Davon haben wir jetzt auch schon mittlerweile 18 Schuss, ne? Also eigentlich können wir hier voll mit dem Granatenwerfer rumrennen. Pff, eigentlich schon, ja. Den nehme ich auf jeden Fall auch mit. Die Brandmuni, ja. Moment, wir haben noch Pfeile. Und haben wir sonst noch irgendwas? Nö, aber ne, speichern würde ich das gerne mal einfach so. Haben wir hier einen Speicher? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Verdammt. Da will ich einmal speichern und da war hier keine Schreibmaschine. So. Ja, der Rest ist ja bei Chris. Ja. Okay.
Dann bedeuten diese Charakterwechsel tatsächlich auch, dass wir das Item, was wir mit Chris hatten, ja, nur mit Chris nutzen können. Das macht natürlich Sinn. Kombi. 120. Ja, das passt doch. Schaut euch das an. Kombi. Jawohl, das sieht richtig gut aus, ey, mit Claire. Die vier Brandpfeile, die können mal weg, denke ich. Wobei, ich weiß es ja nicht. Vielleicht brauchen wir die nochmal, aber... Erst wird tatsächlich nicht. Nimm mal ein grünes mit. Und lass mal die Heilung hier. Ich bin mal mutig und renn mal nur mit einem grünen Kraut rum. Was? Ich brauche es jetzt nicht. Ich lasse es für Chris liegen. Ach, okay. Das heißt, dann ist das Chris seine Mission. Okay, und dann können wir hier weiter Steve holen. Und so kommen wir da in den Bereich. Alles klar. Na, schauen wir einfach mal. Ach, wie geil. Ja, es macht natürlich Sinn, ne? Der andere Teil des Herrenhauses. Ach, wie geil. Und der ist genauso gehalten. Und wenn das... Wobei, hier fehlen Fenster. Aber okay. Da bist du geil. Und wenn es genauso gehalten ist, dann müssten wir die eigentlich verschieben können. Die Schränke. Oh Gott! Was ist das denn? Geh weg! Geh weg, du blödes... Ach, du Scheiße, Mann! Ach, Claire, du tust mir so leid. Du kriegst schon wieder so aufs Maul. Ah, die hat diese geile automatische Waffe, genau. Aber das braucht viele Schuss, ne? Okay, ein Magazin braucht das. Boah, da kommt also doch was raus, okay. Dann sind das quasi Ersatzfenster. Dann haben wir ja doch bestimmt... Ja! Pfeile, sehr schön. Warum muss ich eigentlich die Waffe? Nimm doch die Armbrust. Nimm doch die Armbrust. Ich meine, wir haben es ja. Schaut euch das mal an, wir haben 150 Pfeile. Oh, Claire kriegt schon wieder so aufs Maul. Tut mir leid, echt. Haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Machen wir erstmal hier das. Ah, an einer Seite verschlossen, okay. Komm schon raus! Oh ja, ich hab mich tatsächlich erschrocken. Ja, das ist, dann schießt das Ding kaputt. Hier fliegt überall das Blut rum. Oh, ich hab mich tatsächlich erschrocken, obwohl ich wusste, dass es kommt. Alter Schwede. Was macht ihr mit mir, ey? Granaten! Ah ja, okay. Nehme ich. Nehme ich gerne. Sollen wir den Granatenwerfer jetzt standardmäßig ausrüsten? Ich weiß ja nicht mehr, wie lange. Ich weiß ja nicht, wie lange das Spiel noch geht. Keine Ahnung. So, Steve, du hast Probleme. Wir wollen dir helfen. Wo bist du, Steve? Du hast uns schon so auf den Arsch gerettet. Okay, da könnten wir rein. Und da sind Zombies drin. Ja, dann. Oh ne, nicht so nah, bitte. Nicht so nah. Okay, Claire, geh zurück, geh zurück. Und ist schon wieder gelb, Mann. Claire, tut mir leid, echt. Alter. Oh, so. Der ist immer noch nicht kaputt. Der ist immer noch nicht kaputt. Warum? So. Die ist schon wieder gelb, das gibt's doch nicht. Im gelben Zustand. Was hat der? Was ist mit dem? Wofür habe ich den jetzt kaputt gemacht? Ich hoffe, dass das nicht nutzlos war hier. Das Stahlgitter ist zu. Ich kann es nicht öffnen. Himmels Willen. Was ein verwirrender Bereich. Aufzug zur Evakuierung im Notfall. Scheint nur Notfall zu funktionieren. Was liegt denn da? Oha. Okay, da ist eine Treppe. Da können wir irgendwie hoch.
Gehen wir erstmal hier lang. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Schaut mal. Ah, da liegt was. Was liegt denn da? Sicherheitsmemo. Das wichtigste Geheimnis wird der Familie Ashford wird hier aufbewahrt. Ich habe als letzte Sicherheitsmaßnahme einen Selbstzerstörungsmechanismus im Kontrollraum eingebaut. Ja, wie immer. Ach verdammt, das wollte ich gar nicht. Sorry. Ein Drehgriff. Ja, dreh mal. Was auch immer. Oh. Oh Gott. Was war das denn? Lasst uns erstmal die Datei weiterlesen. Ich habe da aus Versehen rausgedrückt hier. Familienvorstandsinfo. Sicherheitsinfo, genau. Sicherheitsmemo. So. Was? Ich habe als letztes Sicherheitsmaßnahme einen eingebaut und den Aktivierungscode im Computer versteckt. Aha. Sobald er aktiviert ist, werden alle Türschlösser geöffnet, nachdem jeder zu den Notausgängen gelangen kann. Damit. Mit dem Aufzug, der direkt zum Hangar raufführt, sollte man problemlos aus dem Labor fliehen können. Nicht vergessen, ich habe den Namen meiner schönen Vorfahrin als Code für die Aktivierung benutzt. Also Code Veronica. Ruhm und Ehre den Ashfords, Alexander Ashford. So, dieses Ding da eben hat mich ganz schön erschreckt. Okay. Oh Gott. Was ist denn das? Warum guckt er so... Oh Gott. Was ist denn das hier? Ein Kristall. Und da ist eine Karte drin. Prüfe. Kristall. Gut polierte Kristallkugel. Eine Karte liegt in ihr. Man könnte sie herausnehmen, wenn man sie zerstört. Alles klar. Ich habe aber Schiss, dass das Ding mich kaputt macht hier. Weil das, ihr seht, da ist noch Munition. Pfeile auf jeden Fall. Jede Menge. Nehme ich. 60 Pfeile nochmal. Ah, und das Claire wieder so blöd rennt. Ja. Nutzt es. So. Verdammt, dann habe ich jetzt gar keine Heilung. Dass Claire aber auch immer so oft aufs Maul kriegen muss. Geh da raus! Oh Gott. Okay. Okay, das heißt, wir müssen das hier kaputt machen. Diesen Kristall. Verdammt. Hallo? Kristall? Kann man das nicht benutzen? Doch! Okay. Und raus da! Sehr gut. Sehr schön. Alles klar. Was? Wie? Nö. Hä? Boah, scheiße. Hä, ich bin doch nur... Okay, Freunde, wir sehen uns da gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wie soll ich das... Wir müssen hier schnell sein. Nutze, ja, geht nicht. Was ist denn das für ein scheiß System? Wer hat sich denn das ausgedacht? Es kommt runter. Ach, Mann! Was zur... Bis gleich. So, ich habe jetzt hier mal... Ich habe jetzt hier mal einen Safe gemacht. Das ist doch irgendwie total beknackt. Jetzt mal ehrlich. Okay, wir müssen anscheinend direkt dann hier hin. Den Kristall benutzen. Und raus da. Okay, und direkt schnell hin und... Und... Die Karte nehmen. Und direkt rauslaufen. Rauslaufen. Oh. Okay. Okay. Jetzt, wo ich gespeichert habe, hat's geklappt. Okay. Ich verstehe. Blödes Teil. Da sind wir einfach gestorben mit dem Ding. Aber was ist denn das für eine Sicherheitskarte? Ist das etwa die Biohazard?
Schlüsselkarte, um das Sicherheitsschloss zu öffnen. Welches Sicherheitsschloss denn? Es gibt so viele Schlösser hier. Na gut, voll. Ah, ich sehe gerade, die Folge ist voll. Okay, alles klar. Dann würde ich einfach mal sagen, jo, liebe Leute, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal mit Claire. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.